Herr Minister, vielen Dank für den hohen Informationsgrad, den Sie uns und den Bürgern hier im Lande zuteilwerden lassen. Meine Frage: Neueste Studien aus den USA deuten darauf hin, dass das Virus eben halt nicht, so wie Ihre Experten berechnet haben, in den Frühjahr- und Sommermonaten regressiv, das heißt also rückläufig ist, sondern im Gegenteil, es sieht so aus, als wenn er weiter kontinuierlich sich verbreitet. Inwieweit haben Sie diesbezüglich Ihre Strategie schon anpassen können? Herr Kollege Witt, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass es seit einigen Tagen Erkenntnisse gibt, die gegen die bisherige, ja auch nicht per se wissenschaftlich abschließend offenkundiger validierte Annahme sprechen, nämlich dass es im Frühjahr, Sommer zumindest Entlastung gibt, weil wie bei anderen Erkältungsviren es erwartbar gewesen wäre, weil dann möglicherweise das Verbreitungsgeschehen reduziert ist. Es gibt Hinweise darauf, und zwar wissenschaftlich hergeleitete, dass das nicht der Fall sein wird in dem Umfang, vielleicht leicht, aber nicht so, wie man es erwartet hat oder hätte. Und das heißt natürlich, dass die Frage der Verlangsamung der Verbreitung noch mal eine viel, viel größere Bedeutung bekommt. Und danach richten wir auch unsere Maßnahmen aus. Wir können nicht davon ausgehen, Stand jetzt, heute, dass es sozusagen runtergeht, was übrigens das Risiko gehabt hätte, dass es im Herbst, Winter dafür umso stärker wieder hochgeht, sondern wir müssen damit rechnen, dass es kontinuierlich auch über die Sommermonate weitergeht in der Verbreitung. Und das erfordert natürlich eine Anpassung der Strategie, und daran arbeiten wir. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Ich hatte fast mit der Antwort gerechnet. Daher eine weitere Frage: Die Auswirkungen auf die Tourismusbranche in Deutschland werden natürlich katastrophal sein. Ich selber wohne in der Lübecker Bucht, da lebt jeder dritte Bewohner vom Tourismus. Dieser Ausfall bzw. dieser Umsatz, der normalerweise im Sommer entsteht, der reicht eigentlich, um über die Wintermonate zu kommen. Das wird natürlich eine Katastrophe sein. Die bis jetzt verabschiedeten Mittel wie Kurzarbeitergeld greifen da nicht, weil da ganz andere Beschäftigungsmodelle zum Tragen kommen. Inwieweit wollen Sie verhindern, dass ganze Regionen da zumindest temporär verarmen? Ich nehme wie die Bundesregierung insgesamt diesen Punkt sehr, sehr ernst. Wir sagen zu Recht aus meiner Sicht, Gesundheit geht vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Das heißt aber nicht, dass wir die wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung, die wir zum Gesundheitsschutz treffen, nicht im Blick nehmen sollten oder auch müssen. Weil natürlich, Sie haben Gastronomie, Tourismus, aber auch bestimmte Handwerksbetriebe, etwa im Messebau und anderem mehr. Wenn das länger als ein paar Wochen geht und davon ist auszugehen, wir reden hier über Monate, möglicherweise bis zum Jahreswechsel, dann braucht es natürlich auch noch andere und zusätzliche Hilfe und Hilfsinstrumente als die, die wir im Moment auch haben, auch was Liquiditätshilfen seitens der KfW oder anderer Programme angeht. Und über genau diese Fragen sind das Finanz- und das Wirtschaftsministerium, wie wir auch insgesamt in der Bundesregierung in Gesprächen. Am Freitagabend wird es ja auch noch mal ein Treffen mit der Bundeskanzlerin und Teile der Bundesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften geben. Und da wird das sicherlich auch ein großes Thema sein, wie morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch.